Also, einmal gucken, geht's leicht in Wheelie Manual. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Wheelie. Oh ja, easy. Hi, liebe Leute. Ich habe gerade das Intro von dem neuen Video, dem Bike Check, draußen gefilmt. Jetzt komme ich rein und beim Prüfen fällt mir auf, das Intro hat leider nicht geklappt, die erste Aufnahme. Kann ja passieren sowas, aber die anderen Aufnahmen haben geklappt. Deswegen das Intro dann nochmal hier indoor und weil es ein Bike-Check ist, ist auch nicht so schlimm. Und ich werde jetzt mal kurz Hallo sagen und dann werde ich das Rad zeigen und dadurch mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Und die restlichen Aufnahmen haben wir dann draußen gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall über das neue Fahrrad. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich mache mal hier den Wechsel. Ich bin jetzt noch im Büro. Also, es ist einfach so gekommen, dass ich ja, ganz viele Kommentare hatte. Du brauchst mal ein neues, modernes Fahrrad. Und ja, dann ist natürlich so, dass ich dachte, wäre cool, aber ich habe jetzt aber auch keine Lust, mir ein mega teures Fahrrad zu kaufen. Und ja, dann war es mir auch nicht so wichtig. Jetzt habe ich aber gedacht, komm, da muss eins her. Und bin auf diese mega coole niederländische Marke gestoßen. Instinctive Bikes. Hier kann man den Namen lesen. Und das ist eine Edelmarke mit einem Modell, was es in verschiedenen Ausführungen gibt, also ein Enduro. Und das ist kein IMTB, sondern Bio, sagt man ja heute. Ja, und da ist es so, dass ich die 29er Version habe. Es gibt auch 27 oder den Mix, vorne 29, hinten 27. Ja, ihr seht es, ist ein High-End Enduro Carbon. Ein Teil aus recyceltem Carbon, das finde ich ganz cool. 29, ich habe es in Rahmengröße L, sage ich noch was zu. Und sehr solide Parts, da werde ich doch noch eingehen. Was ich jetzt aber jetzt schon sagen kann, schaut mal hier, warum viele denken, es ist ein EMTB, weil da unten die Schaltung drin ist. Ich fahre ja sonst Roloff, das ist dann die Getriebeschaltung hinten, aber da seht ihr, da ist eine normale Narbe. Bei Pinion ist die Getriebeschaltung vorne. Hat jetzt 12 Gänge, also sehr ähnlich wie ich es von Roloff kenne. Da sind es 14. Ja, und ich mag halt dieses sorgenfreie, stressarme, also Getriebeschaltung statt Kettenschaltung. Und hier ist der Schwerpunkt ganz zentral, unten im Bike und nicht hinten. Hat mich zwar auch nie gestört, aber ich bin ja offen für alles und bin Pinion schon bei Kursrädern von Teilnehmern gefahren. Fand es immer cool. Genau, also seht ihr, relativ großes Fahrrad. Ich bin 1,75, aber wie gesagt, da erzähle ich noch was zu. Ich kann das Fahrrad das ganze Jahr, es ist meins. Kann machen, was ich will. Mach ganz viele Videos. Sehr coole Jungs aus den Niederlanden. Danke nochmal. Shoutout an die Crew, dass sie so cool drauf sind und mir so ein Rad gegeben haben. Ja, weil heutzutage kriegt man gerade schwer Fahrräder. Und mein 26 Zoll Nikolai ist in andere Hände gegangen. Natürlich hat das Instinctive M9 auch eine moderne Geometrie. Ich muss dazu aber nochmal sagen, dass ich natürlich auch schon viele moderne Räder gefahren bin und nicht nur irgendwie mal 10 Minuten. Also, dass die mir schon mehr folgen, wissen das, dass ich jahrelang Carbon-Enduro oder Aluminium-Enduro von Polygon gefahren bin. Die waren schon moderner. Und als ich in Brilon war, bei Liquid Life, habe ich auch von verschiedensten Marken immer wieder länger Testbikes gefahren, moderne Bikes und natürlich auch sonst. Also ich bin jetzt nicht nur irgendwie meine alte Kiste von Nikolai gewöhnt gewesen, sondern offen für alles und fand auch eigentlich alle modernen Geometrien super. Die Laufbögen, flacher Lenkwinkel, längerer Reach und all das. Und seht ihr hier auf jeden Fall auch. Ich fahre noch mein 2003er Bike weiter, just for fun. Ich mag es auch, ich liebe es, will es auch nicht weggeben. Aber natürlich mag ich auch die modernen Bikes sehr. Nicht, dass ihr denkt, ich bin da ein reiner Nostalgiker Oldschool. Also schaut es euch hier an, das ist sehr modern und ich finde es nicht nur schick. Ich mag zwar immer noch Stahl super von den Rohren und so, aber ich kann dem hier auch sehr was abgewinnen, diese Form. Ja, also dann möchte ich noch ein paar Aspekte von dem Fahrrad mit euch durchgehen. Also natürlich, Optik ist immer Geschmackssache. Ich stehe ja zum Beispiel meistens eher so auf dünne Stahlrohre, aber fahre auch mein Leben lang schon Aluminium und kenne natürlich alle Formen und finde auch irgendwie gebogene Rohre schön und so. Das hat, also meine Ästhetik ist relativ flexibel und ich finde es auf jeden Fall schick. Auch hier
mit dem Ding hier vorne. Ich habe es auch schon so ein bisschen getestet, man kann es gut greifen. Also wenn man, ich muss mein Rad andauernd in meinen Keller tragen und so weiter, das passt. Und ja, das heißt, natürlich trotzdem Optik bleibt Geschmackssache, mir gefällt's. Was mir immer total lieb ist, wenn der Dämpfer geschützt ist vor dem Hinterreifen. Weil es gibt natürlich viele Bikes, die hier ziemlich cool sind und gut funktionieren, aber da ist der Dämpfer mir zu exponiert hier hinten irgendwo. Das ist mir viel lieber, wenn er hier im Hauptrahmen drin ist, entweder hier unten oder hier. Das mag ich sehr. Und natürlich, ja, viele Details wie hier Kettenstrebenschutz, der schon integriert ist. Das ist natürlich sehr schick und macht das Rad auch leiser und natürlich schützt das Material. Es sind innenverlegte Züge und ja, also wenn man nicht der Typ in der Werkstatt ist, der die reinmachen muss, sind, glaube ich, innenverlegte Züge ganz praktisch, aber natürlich auch ein bisschen eine Bastelei. Was ich cool finde, ist hier Wasserhalter, weil ich fahre auch MTB-Marathonrennen. Da mache ich mir einen Flaschenhalter gern dran. Dass das möglich ist, finde ich auf jeden Fall gut. Muss man ja nicht, aber es ist möglich. Und ja, alles sehr clean gehalten auf jeden Fall. Parts alle High-End, brauche ich nicht viel zu erzählen. Reifen, Federung. Ich verlinke euch mal unten den Link, da könnt ihr genau die Liste mal durchgucken, wenn euch das sehr interessiert. Und ja, Lenker ist für mich ungewohnt, wieder sehr gerade. Ich fahre ja ein bisschen mehr ergonomische Lenker, aber muss ich einfach mal schauen, wie ich damit klarkomme. Genau. Dann noch ein paar andere kleine Facts. Ja, also jetzt natürlich, ihr wisst, die alten Räder, die ich gefahren bin oder immer noch fahre, also mein altes 2003er, werde ich natürlich nie weggeben. Das fahre ich immer. Es macht mir einfach immer noch Spaß und genau, da hänge ich auch einfach dran. Und 26 Zoll, 27,5, jetzt hier 29 ist immer so, immer noch ein großes Thema. Aber ich habe das, glaube ich, auch schon mal in Videos gesagt, mir ist das immer relativ egal. Mir geht es eher um die Rahmengeometrie, weil ich bin schon die verschiedensten Räder gefahren. Und du kannst einen 29, also wie das hier, kannst du eher lang bauen von der Geometrie her, dann ist es eher stabil und laufruhig. Du kannst aber auch total verspielt, das machst du dann über den Rahmen, über die Geometrie, über die Winkel, über die Maße. Also das, da ist gar nicht so dieser Punkt. Was natürlich stimmt, was ich finde, das merkt man gerade bei einem Hardtail. Also wenn du einen 29er fährst und einen 26er, du würdest vielleicht das identische Hardtail haben, dann merkst du, dass das 29 ein bisschen besser über die Hindernisse rollt. Das, denk mal, das spürt man sogar direkt, auch wenn es jetzt, man kann es wahrscheinlich auch messen irgendwie, aber das merkt man. Sonst ist es mehr ja, eine Vorliebensache, Geschmackssache, die großen Räder. Ich habe schon mal ein Video, das verlinke ich, gemacht. Da habe ich geschrieben, welche Größe sollte man denn nehmen, weil ich bin 1,75, ich kann L fahren und ich kann M fahren. Das hängt natürlich auch vom Hersteller ab, wie die das genau einordnen. Und ich habe mein eMTB, was ich seit 6 Jahren fahre, habe ich in L. Und da habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich mal, wie kriegt man das in Manual und wie kriegt man mit so langen Bikes das alles hin. Und das ist jetzt auch wieder L. Also klar, im Moment ist auch durch die Liefersituation oft gar nicht so groß die Auswahl, ja. Aber ich finde es ja gerade spannend, dass ich nicht immer nur die kurzen, verspielten Räder fahre, sondern auch mal so ein bisschen größer. Das passt für mich eigentlich sehr gut. Könnt ihr mal kommentieren unter das Video, fahrt ihr lieber ein bisschen größer den Rahmen und dann weniger Sattel ausgefahren oder fahrt ihr lieber ein bisschen kleiner, ein bisschen verspielter. Ich bin zum Beispiel früher Dirtbike gefahren, also in meiner Jugend so mit so Tricks und so, Dirtjump, Hügel. Da waren die Räder total klein und dann mochte ich eine Zeit lang immer das gern, wenn das so klein ist. Mittlerweile mag ich aber auch die großen Rahmen, da fühle ich mich dann so ein bisschen im Rad sitzend und nicht so oben drauf. Aber das hängt halt immer sehr vom einzelnen Modell ab. Ja, liebe Leute, ich werde natürlich euch mit auf die Trails nehmen mit dem Rad. Dann geht quasi der Bikecheck weiter im Gelände. Aber das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist ein bisschen einmal vom Haus ein, zwei Wheelies gezogen. Und ja, machen wir mal kurz den Wheelie-Manual-Check. Das ist für mich immer wichtig. Hier ist der. Also einmal gucken, geht es leicht in Wheelie-Manual. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Wheelie. Oh ja, easy. Ich denke mal, ich habe jetzt die Maße gar nicht genau angeguckt, aber das Heck ist relativ kurz.